Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft bauen, dem Gesprächsformat, mit dem wir einen intensiven Blick in die Arbeit des Planungsbüros für Engineering, Design und Nachhaltigkeit Werner Sobeck werfen möchten. Wir haben uns heute für ein ganz besonderes Thema entschieden und das in vielen Kanälen ja immer wieder für reichlich Gesprächsstoff sorgt. Es geht um Recyclingbeton, kurz RC-Beton. Ja, Beton ist natürlich ein ganz entscheidender Werkstoff und der wird es auch bleiben. Da führt kein Weg dran vorbei, auch wenn man natürlich immer stärker auch in Richtung Holzbau geht, ist der Beton unverzichtbar. Und er steht nun mal im Bauwesen weiterhin für 50% des Ressourcenverbrauchs, für 40% auch des Energieverbrauchs und in derselben Größenordnung auch für die CO2-Emissionen. Und schlussendlich auch zumindest in Deutschland für etwa 50% des Müllaufkommens, muss man sagen. Und das ist natürlich erheblich und das versuchen wir oder sollten wir alle versuchen zu reduzieren. Ja, und nun also der Recyclingbeton. Kannst du uns kurz erzählen, was das genau ist und wie er hergestellt wird und vielleicht auch, seit wann es den überhaupt gibt? Ja, gerne. Recyclingbeton gibt es eigentlich schon 25 Jahre. Ich glaube, das erste Projekt war ein Verwaltungsgebäude 1995 in Osnabrück. Danach gab es verschiedene kleinere Gebäude, auch ein größeres Wohngebäude mit dem Architekten Hundertwasser. Da wurde Recyclingbeton im großen Maßstab eingesetzt, allerdings noch mit relativ wenig Anteil an Gesteinskörnung. Aber es war schon vor langer Zeit ein guter Ansatz, wobei man den Begriff viel natürlich relativieren muss. Im Vergleich zur gesamten Baumasse steckt der Recyclingbeton immer noch in den Kinderschuhen und man muss jedes Mal, wenn es da zu dem Thema kommt, Bauherren überzeugen und Baufirmen überzeugen, das doch auch wirklich zur Anwendung kommen zu lassen. Das heißt also, Recyclingbeton besteht zum Teil aus altem Beton, der wurde also zerkleinert in irgendeiner Form oder wie darf man sich das vorstellen, ne? Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Altbeton vom Abbruch, und das haben wir ja viel, und das werden wir in Zukunft noch viel mehr haben, wird zerkleinert, wird ausgesiebt, er kommt in Prallmühlen, das lässt sich relativ gut zerlegen und dann aufarbeiten in eine Gesteinskörnung. Und diese Gesteinskörnung ersetzt dann bis zu 45% des Kieses, des natürlichen. Gibt es da irgendwelche wesentlichen Unterschiede zum klassischen, frischen, neuen Beton? Erstmal nicht. Es gibt einige wenige Unterschiede, wo man noch aufpassen muss. Grundsätzlich, wenn die Gesteinskörnung, wie beschrieben, erzeugt wird und auch sortiert wird, können wir dem Recyclingbeton zuführen und die Eigenschaften bleiben erstmal sehr, sehr ähnlich. Aber es gibt natürlich doch Vorteile, sonst würde man es ja nicht tun. Und die sind wahrscheinlich auf der ökologischen Seite, oder? Ja, ganz klar. Also der größte Punkt ist Ressourcenschonung und schlussendlich natürlich auch die Deponielagerstätten schonen. Der CO2-Verbrauch selber hängt ein bisschen davon ab, wie weit der Transportweg wäre von Normalbeton, wenn man den direkten Vergleich machen will. Und das Ziel muss sein, dass man in jedem großen Ballungsraum mindestens an der Peripherie Recycling-Aufbearbeitungswerke hat, wo das Nachbarbauwerk sozusagen hingekarrt wird, aufbearbeitet wird und von dort schlussendlich das Gesteinsmaterial auch wieder für den neuen Beton bestellt wird. Gut, das heißt, wir schauen uns jetzt mal die Verwendung, den Einsatz von Recyclingbeton an. Wo genau darf der Recyclingbeton vielleicht nur eingebaut werden oder gibt es da gar keine Einschränkungen am Ende? Es gibt ein paar Einschränkungen. Das Positive ist erstmal, dass Recyclingbeton auch schon über eine Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton auch geregelt ist. Das heißt, als Tragwerksplaner ist er ohne weiteres direkt ohne Zustimmung im Einzelfall einsetzbar, solange die Druckfestigkeit bei C30-37 bleibt und nicht überschreitet. Das ist aber in ganz, ganz vielen Massenbauteilen auch der Fall.
Die Richtlinie macht noch ein paar Einschränkungen bezüglich des Frostwiderstandes und des Widerstandes gegen Sulfate und Chloride, also Hausalz, Meersalz und solche Dinge. Ja, aber das ist eine kleine Einschränkung, die noch vorhanden ist. Und damit kann man, glaube ich, gut leben. Also in den Projekten im Wesentlichen kann man den Recyclingbeton dann sehr umfangreich einsetzen. Ja, jetzt konkret als Planer, wenn ich mir jetzt denke, okay, ich möchte mal tatsächlich so ein Gebäude in so einem Gebäude Recyclingbeton verwenden. Wann im Planungsprozess muss ich mich dafür entscheiden oder ist das am Ende allein eine Frage der Verabredung mit dem Betonwerk? Also viele Entscheidungen im Planungsprozess müssen ja relativ früh getroffen werden. Beim Recyclingbeton ist es eigentlich anders. Also solange wir uns in diesen genannten Druckfestigkeiten befinden, können wir die Entscheidung eigentlich auch sehr spät treffen, eigentlich mit der Ausschreibung. Ist Recyclingbeton teurer als normaler Beton? Also man muss sagen, jein. Eigentlich sollten die Kosten genauso sein wie bei der Bestellung eines Normalbetons. Es ist so, dass dadurch, dass der Recyclingbeton immer noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, viele Betonlieferanten da noch einen Mehraufwand reklamieren. Wir haben jetzt verschiedene Projekte, wo uns auch die Betonhersteller versichert haben, dass es nicht zu Mehrkosten kommen wird. Und auch in Zukunft geblickt, je mehr dieser Recyclingbeton eingesetzt wird, desto weniger Gründe gibt es, überhaupt über Mehrkosten nachzudenken. Also das wird sich einnivellieren. Ja, was den gestaltenden Architekten interessieren dürfte, ist ja auch, ob RC, also Recyclingbeton, in irgendeiner Art anders ist als Frischbeton oder vielleicht auch anders aussieht. Wenn man den Typ 2 betrachtet, der mehr Mauerwerkanteile besitzt und vielleicht auch mehr Klinker, dann kann da schon ein etwas rötlicherer Stich erscheinen. Der ist aber auch gut, den muss man dann wollen. Das ist dann eine Frage des Designs. Wenn wir mit dem Typ 1 arbeiten, dann sehen wir da keinen Unterschied. Was würdest du schätzen, wie groß ist im Moment der Anteil an Recyclingbeton, ich sage jetzt mal in Deutschland gerechnet oder wo auch immer? Puh, ehrlich gesagt, eine Zahl weiß ich nicht. Und wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, unter 1%. Okay, zu wenig, würde ich sagen. Zu wenig. Was schätzt du, woran das liegt? Ist da die Angst einfach zu groß oder ist es Unwissenheit? Ja, beides vielleicht, teilweise Unsicherheit. Es fehlt dann auch an der Beratung. Also es ist schon so, dass wenn wir unsere Planungsbesprechungen haben mit Bauherren, mit Architekten, dann ist das Thema immer wieder überraschend, trotz allem. Es gibt so einen Kreislauf natürlich aus Unsicherheit, aus wenig Know-how und dann auch bei den Firmen bestehend aus keiner Nachfrage. Und diesen Kreislauf, den muss man durchbrechen. Und das können wir als Planer natürlich ganz einfach durchbrechen, indem wir wirklich sagen, offensiv an das Thema angehen und sagen, lieber Bauherr, lieber Architekt, lasst uns den Recyclingbeton verwenden. Das ist überhaupt kein Thema. Wir tun da was Gutes, sag ich mal ganz vereinfacht. Und diesen Kreislauf gilt es zu durchschlagen.